Herzlich willkommen zum Reschke-Fernsehen. Ja, wir sind wieder da. Die neue Staffel hat begonnen und wir sind da, wie immer, mit wertvollen Tipps für alle Lebenslagen. Wie werde ich Milliardär in 5 Tagen? Wie schäle ich eine Mango mal anders? Oder was zur Hölle macht man eigentlich mit einer Schere? Nicht komisch, wenn jemand kurz vor der Energiekrise die falsche Entscheidung getroffen hat. Wirklich zum Piepen. Da musste er erst mal traurig gucken. Im Wahlkampf, da hatte Scholz noch Pathos im Blut. Wirklich sowas, ja? Olaf Scholz' Vergangenheit ist blitzsauber. Also, ich erinnere mich jedenfalls an nichts. Wir werden es ja wohl jetzt schaffen. Schönes Wort. Die DDR wird wohl keine Mauer bauen. Russland wird wohl nicht die Ukraine angreifen. Die CDU wird wohl. Preise für Baustoffe und Handwerker sind gestiegen. Energiekrise, Inflation und so weiter und so fort. Halten wir fest. Es werden zu wenig Wohnungen gebaut und von den zu wenig sind auch noch mal viel zu wenig Sozialwohnungen. Nur leider ist Minus mal Minus in diesem Fall nicht Plus, sondern ist ja gut, wenn er weiß, wovon er spricht. Manche allerdings können sich nicht mehr nur Fancy Series A nicht leisten, sondern so weltliche Dinge wie Brot. Das führt uns zu Part 2 unseres großen Tests. Anfang des Jahres um 4.000 Euro auf knapp 63.000 Euro hochgesetzt worden. Wegen der Inflation oder wie? Gut, dass die endlich mal berücksichtigt wurde. Das ist die SPD.